meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Bevor wir die Trainer begrüßen, habe ich ein paar Endergebnisse für Sie, nämlich Schalke gegen Bonn 1:0, Düsseldorf gegen Uerdingen 1:0, Lippstadt gegen Münster 3:3, Strahlen gegen Aachen 0:1, Homberg gegen Oberhausen 0:1, Fortuna Köln gegen Wiedenbrück 2:0, Rödinghausen gegen Wegberg Beek 1:1 und Aalen gegen Lotte 1:1 und am Schluss noch Wuppertal gegen den FC Köln 2:0. Hier im Stadion an der Hafenstraße hatten wir 10.023 Zuschauer und die haben ein 1:1 Unentschieden gesehen. Die Tore fielen durch Kleinsorge und Wenzel. Und nun begrüße ich herzlich die beiden Trainer hier am Tisch, nämlich Heiko Vogel von unseren Gästen und Christian Neithardt. Und ich bitte Herrn Vogel zunächst sein Statement abzugeben. Wo fange ich an? Ich glaube erstmal mit der Kulisse, das ist alles andere als Regionalliga-Fußball. Ja? Also man kommt hierher und fand ich mega. Ja? Dafür spielt man Fußball, dafür ist man gerne Trainer, war mega. Zum Spiel glaube ich, dass der Punkt hoch verdient ist für meine Mannschaft. Wenn man die Woche sieht, am Mittwoch das schwierige Spiel in Rödinghausen mit über 500 Kilometer Fahrt, dann glaube ich, dass wir auch vor allem physisch das wirklich 1A hinbekommen haben. Ja, unser Plan ging eigentlich auf, ohne überheblich zu sein, wir hätten auch gewinnen können, wenn wir den blöden Fehler nicht machen. Ich glaube, ich habe mal die Torgefahr von Essen über 90 Minuten so im Zaum halten können, dass es mit einer Standardsituation für uns dann auch zu unseren Gunsten hätte passieren können. Aber das wäre zu viel des Guten. Ja. Erste Halbzeit war klar das Spieldiktat bei den Essenern, bei Rot-Weiß. Das war aber auch so von uns erstmal gewollt. Und zweite Halbzeit haben wir dann wesentlich mutiger Fußball gespielt, weil ich meine, Jungs, Gott, wenn wir hier spielen und auch verlieren sollten, dann bitte aber, weil wir mutig Fußball gespielt haben. Und das haben sie beherzigt und ich glaube, dass wir dann auch verdient zum Ausgleich gekommen sind und uns die Punkte somit verdient teilen. Danke, Herr Vogel. Und dann leite ich gleich über zu Christian Neithardt. Ja, ich denke, wir sind maßlos enttäuscht heute. Einmal nicht nur vom Ergebnis und dass wir auch die Steilvorlage von Lippstadt nicht nutzen konnten. Erste Halbzeit war halbwegs okay. Hast gerade angesprochen, die Torgefahr oder die Tor oder unsere Offensive, unsere starke Offensive. Ich habe sie nicht gesehen heute, weil wir uns erste Halbzeit wie zweite Halbzeit fast keine Möglichkeiten erspielt haben. Du gehst trotzdem in Führung und Gladbach hatte zwei Standardsituationen, wo sie gefährlich waren. Sonst hatten sie aus dem Spiel heraus keine Torchance und die Standard zum Schluss verteidigen wir dann auch nicht gut. Und am Ende spielst du 1:1 und konntest die, wie gesagt, die Steilvorlage nicht nutzen. Darüber sind wir enttäuscht. Man merkt, dass die Stimmung kippt. Die Situation ist im Grunde genommen genauso wie vor dem Spieltag. Es kann sich mit jedem Spieltag alles drehen, ganz schnell drehen, aber dafür musst du auch bessere Leistung auf den Platz bringen, das ist klar. Wie gesagt, ist sehr, sehr enttäuschender Spieltag für uns heute und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Mannschaft wieder aufrichten. Dankeschön. Ja, danke Christian. Haben Sie noch Fragen an die beiden Trainer? Christian, 1:1 natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, ein enttäuschendes Resultat. Kannst du dir schon erklären, warum die Mannschaft heute offensiv so wenig PS quasi auf den Platz gebracht hat? Weil gerade auch in den letzten Spielen gegen Aachen und Oberhausen hattet ihr immer wieder Phasen gehabt, wo ihr sehr offensiv stark wart und heute eigentlich kaum Torchancen über die ganzen 90 Minuten. Danke. Zum einen lag es auch am Gegner, dass der defensiv sehr gut verteidigt hat. Wir wussten es ja vorher, was auf uns zukommt. Und ja, du brauchst jetzt halt einfach diese Gier, diese Power in den letzten Spielen, wo jeder Spieler deutlich zeigt, was er will und wo die Reise hingeht. Und das müssen wir schleunigst hinkriegen. Weitere Fragen scheint es nicht zu geben. Dann schon ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Unseren Gästen gute Heimfahrt und Ihnen allen schöne Ostertage. Bis Dienstag dann hier wieder im Stadion. Tschüss.